Heute ist schon wieder politischer Alltag für Marie Kollenrott. Ausschusssitzung in Hannover. Die Prellung am Oberarm spürt die grüne Abgeordnete aber noch deutlich. Die ist die Folge eines Angriffs auf einer Wahlkampfveranstaltung in Göttingen. Innerlich ist die 39-Jährige noch immer aufgewühlt. Ich habe eher Wut und Abscheu entwickelt, auch gegen jemanden, der so aggressiv andere Menschen verletzt, angreift. Offensichtlich da auch gar keine Hemmschwelle hat, das zu tun. So habe ich das empfunden. Und bei mir kommt dann eher die Empfindung hoch, jetzt erst recht mich einsetzen für Demokratie und auch für die Kolleginnen und Kollegen, die sich gerade im Wahlkampf befinden. Ein 66-jähriger Göttinger hat die grüne Abgeordnete am Samstagmittag in der Göttinger Innenstadt angegriffen und beleidigt. Die Polizei hat die Personalien des Mannes festgestellt. Die Person ist uns bisher nur aus einem einzigen älteren Vorfall bekannt. Da hatte die Person verbotene Symbole gezeigt. Ansonsten ist die Person polizeilich unbekannt. Im Fall des Angriffs auf Marie Kollenrott ermittelt der Staatsschutz, wie auch in anderen Fällen von Übergriffen auf Politiker. Wenngleich in jüngster Vergangenheit vermehrt öffentlichkeitswirksame Straftaten zum Nachteil von Amts- und Mandatstragenden bekannt geworden sind, liegen dem LKA Niedersachsen derzeit keine Erkenntnisse vor, die eine konkrete Gefährdungserhöhung für Angehörige von Parteien in Niedersachsen begründen. Niedersachsens Ministerpräsident hat den Angriff verurteilt. Und auch die Kollegen aus den Landtagsfraktionen zeigen sich solidarisch und wollen sich auf keinen Fall einschüchtern lassen. Es darf nichts mit uns machen, weil es muss auch für Politik gelten, an der Stelle wehrhaft zu bleiben, Gewalt nicht das damit hervorzurufen, was damit bezweckt ist. Nämlich, dass man sich Gedanken macht, kann ich mich eigentlich frei bewegen und muss ich stets in der Sorge leben, dass hier irgendwas passieren könnte. Dem sich entgegenzustellen. Und deswegen ist es auch gut, dass hingeschaut wird. Deswegen ist es auch gut, dass eingegriffen wird und unterstützt wird. Die CDU-Abgeordnete Carina Herrmann war selbst vor Ort in Göttingen, hat an einem Nachbarstand Wahlkampf gemacht. Es hilft auch nur ganz deutliches Dagegenhalten aus meiner Sicht. Und ich habe mich auch mit der Kollegin Kollenrott darüber ausgetauscht. Wir haben gesagt, am Ende ist das ein Angriff auf uns alle. Das ist ein Angriff auf die Demokratie schlussendlich. Und da hilft nur deutliches Dagegenhalten. Und natürlich müssen wir wachsam sein. Auch Marie Kollenrott wird sich nicht abschrecken lassen. Sie steht am Samstag wieder in der Stadt und wirbt für die Europawahl.